Ja, dadurch, dass man keinen Ausweis verlangt hat oder ähnliches, geht das ja problemfrei. Wobei ich mich da auch frage, ich meine, ich bin persönlich kein großer Freund von jetzt bist du 45. Ich bin kein großer Freund von Annegret Kramp-Karrenbauer mit der Politik, die sie macht. Kann ich... Hallo? So, danke. Aber ich frage mich ja, ob man nicht vielleicht doch so für einiges seinen Ausweis, na, also halt seine Person angeben sollte. Ich meine, ja, es ist halt ein komplexes Thema, ne? Also, ich bin zum einen dafür, ne, weil man damit halt vielen Unsinn nachgehen und vorbeugen kann. Ne, zum Beispiel würde kaum jemand noch eine Morddrohung aussprechen gegen YouTuber, wenn man die anzeigen kann und die Polizei wüsste, wer das ist. Aber dann natürlich auch Scherze, ja. Insbesondere welche, die halt auf... Ja, es ist halt schwer, ne? Wie übermittelt man gut Augenzwinkern? Martin Sonneborn macht das ganz gut. Zwinker-Smiley. Ich meine, in Korea zum Beispiel ist es so, wenn du League of Legends spielen möchtest, musst du halt deine Social Security Nummer angeben. Ne, sprich, wenn du Kacke baust, dann kann man dich da miteinander verbinden. Aber ich persönlich als Mensch möchte auch nicht meine Daten abgeben. So, ich habe beim Ausweis wurde ich zum Beispiel schon gefragt, möchten die ihren Fingerabdruck drauf haben? Nee. Also je weniger ihr über mich wisst, desto glücklicher bin ich. Der Brandherd war relativ leicht zu bestimmen. Erst geriet die Bibliothek in Brand, verheerend wurde es, als die Gasleitung explodierte. Ripp die Gasleitung? Ich weiß nicht, muss man jetzt für einen Ausweis zwangsweise wie schimpft es sich, Fingerspitzenspuren, angeben? wie heißen die? Ich hab's doch gerade gesagt. Ich habe mal gehört, dass sie das jetzt zwangsweise reingebracht haben, ich bin mir aber unsicher. Fingerabdruck, genau, danke. Dinah hat mir das Leben gerettet. Ich überlebte, weil sie mir den Fluchtweg wies. Ich habe die Lampe nicht in der Bibliothek gelassen und Dinah hat sie nicht umgestoßen. Die Lampe und Dinah waren oben, als ich ins Bett ging. Dinah war bei mir im Zimmer, als das Feuer ausbrach. Der dritte Schlüssel. Sind wir jetzt halb... Ich glaube, das ist der Halbpunkt. Mittelpunkt. Halbpunkt. Ich habe es heute nicht mit der deutschen Sprache, es tut mir sehr leid. Ich glaube, wir haben jetzt den Mittelpunkt des Spiels erreicht. Also nicht des... Wobei doch auch des Spiels, würde ich behaupten wollen. Aber des Kapitels. Achso, genau. Was zeigt es mir da an? Gegner, Tod, Klassiker. Und war das eine Walnuss? Es war keine Walnuss, du Nuss. Ich weiß es doch nicht. Da sind Gegner, die gerade voll irgendjemand fertig machen. Deutsche Sprache, schwere Sprache, ja. Hier hat Mark Twain es gesagt, das Leben ist zu kurz, um die deutsche Sprache zu lernen. Ripp die Dudes einfach. Liegt alles an der Hitze, genau. Verzeihung, hier ist noch Loot. Au. So. Das ist schrecklich, oh große Raupe. Warum hast du uns verlassen? Die Tür ist verschlossen.
Nur wer die Glocken in richtiger Abfolge erklingen lässt, kann sie öffnen. Eine zweifelhafte Ehre, nehme ich an. No! Ach, no! Ich hab mich doch beim letzten dieser Rätsel auch so hervorragend angestellt, meine ich. Problemfrei. Gegenwart alles. Super easy habe ich das gemacht. Okay, versuchen wir's. Bin ich bereit? Nein. Tonleitern, oh no. Zelda-Songs. Die Melodie ist in mein Gedächtnis eingebrannt wie Funkel, Funkel, Fledermaus. Weil auch immer Funkel, Funkel, Fledermaus ist. Geh zu dem Baum, hilf unseren Brüdern. Aber ich habe immerhin mich jetzt in diesem Fall besser angestellt als beim letzten Mal. Das letzte Mal war nichts, worüber ich hätte stolz sein können. Hammer! Okay, da kommen wir nicht lang. Ist hier irgendwo ein Sekret? Nope. Nun denn, dann geht's hoch. Ich mag diese Koi-Tür. Ah, okay, ich sehe schon. Die Tür geht zu! Ach nö, hier sind Gegner! Okay, dass der große Dude da ist, missfällt mir grad. Kannst du... So. Dann die Statue. So. Dann einmal wechseln. Okay, wegen meiner auch mit der großen Explosion. Ist da noch eine Statue, die ich übersehen habe? Muss ja. Au, da bin ich reingerannt. Au. Hör auf damit. Ja, da ist irgendwo eine Statue hinter mir. Ach, da oben. Sau. Puh. Schieß! Ah, Alice! So. War das die letzte Statue? Nein. Hier ist bestimmt noch irgendwo eine Statue. Sonst hätte die Kampfmusik nicht aufgehört. Da. Jetzt aber. Jetzt ist alles wieder gut. Hammer, du gehörst schon beim Damage-Outfit. Hammer, wie du dich bewegst. Funkel, Funkel, Fledermaus, fliege jetzt ganz schnell nach Haus. Die Sonne steigt in den Himmel rauf. Ist das ein richtiges Lied oder hast du dir das gerade so überlegt, Lunku? Weil Funkel, Funkel, Fledermaus sagt mir ja nuscht. Aber dann auch wieder, ich habe nicht unbedingt viel vorgesungen bekommen als Kind. Ist hier wieder nichts. Überlegt, okay. Ich dachte schon, meine Kindheit wäre wieder um ein Lied betrogen worden. Hier ist so viel nichts an Secrets. Das macht mich voll paranoid. Vermutlich sind hier lauter Secrets, die ich einfach nur alle übersehe.
Ist das Jasmin-Tee? Das soll aber nicht bedeuten, dass es das nicht gibt. Jetzt gibt es es auf jeden Fall. Okay, wir gehen mal weiter. Secret! Gerade noch drüber beschwert. Wie schaut's eigentlich aus mit den Secrets? Wir sind relativ nah dran mit Durchsein an den Secrets in diesem. Also, die Zahlen, die Secret-Zahlen sind relativ hoch. Deswegen ich schon fast vermuten würde, dass ich irgendwas übersehen habe. Okay, wir wurden jetzt weiter nach oben geschleudert. Hui! Oh, wieder eine Rutschebahn. Okay, Zeit für die nächste Rutschebahn. Au. So, volle Konzentration. Au. Hat das wirklich getroffen? Das Kleid ist wohl ein bisschen größer als so manch einer hätte vermuten wollen. So. Oh Gott, das ist sehr schnell, das ist sehr schnell, das ist sehr schnell. Ich lag. What the fuck? No! Come on! Come on! Was soll denn das jetzt so? Fies wäre es, wenn man für manche Secrets während der Rutsche abspringen müsste. Ja. No! So, ich kürze mal ein bisschen ab. Okay, ich darf nicht mal springen, wenn ich zu schnell bin, anscheinend. Ich bin aber fast tot. Es ist weniger gut. Ich höre die ganze Zeit irgendwie so ein Platschgeräusch unter mir. Da ist gerade die Welt ein bisschen reingespawnt. So. Zack, diesmal haben wir es geschafft. So, und damit ist sie wieder auch despawned hinter mir. Ich bin auch nur fast tot, alles gut. Sie haben Déjà-vu. Aber gut, das ist vielleicht nur so. Ist hier irgendwo unten etwas? So hinter mir. Ich meine, in dem Eislevel war ja direkt am Anfang auch irgendwas, auch ein Schlüsselloch hinter mir. So, das wirkt ein bisschen nach Gegnern. So, wir müssen also da rein. Gut, ja. Über das Gehüpfe, da haben wir eine Kette zum Ziehen. Okay. Klar. Kriegen wir hin. Ich würde nur ganz gerne meinen Bildschirm, Au, du Sau! Oh. Von den Rissen befreien. Vielen Dank, Spiel. Ganz viel Tod. Klar, ja, super. Irgendwas hat... Achso, das ist der Wasserfall, der sich bewegt. Ist da unten... Er hat zumindest keine Nach- oder Reißphysik. Ist das der einzige Gegner? Nein. Danke, Kamera. Danke, Lag. Gut, das waren jetzt die beiden Gegner. Was passiert, wenn ich hier drauf stehe? Da hinten bewegt sich was. Ah. Weißt du, die eine Sache, die mir die Kamera hätte zeigen können. So, das ist vermutlich mit dem dran ziehen, dass dann was gemacht wird. Kann ich hier runter? Nope. Ach, das ist Verderbnis, die da runter fließt. Lecker. Schaut gut aus. So, wobei wir nicht mehr allzu lange machen werden heute sogar. Dafür werde ich mal gucken, ob wir morgen vielleicht ein kleines bisschen längeren Stream machen können. Kann ich auf die Vase drauf? Ich weiß es nicht. Kann ich die Vase kaputt machen? Schade. Ich muss dann aber wahrscheinlich darüber hoch. Naja.
Und das dann relativ schnell. Also dementsprechend werfen wir da einmal das Kaninchen drauf. So. So, drücken wir mal hier den Hebel. Die bewegen sich jetzt hoch und runter. Ah, da muss ich so ziemlich noch einmal den Schalter aktivieren. Weil ich jetzt ein bisschen zu lange gebraucht habe in die Richtung. So. Hier hoch, da hoch, da hoch. So, zack. Darauf. Frag mich, wie ich das Ding da unten aufbekomme. So, hier hoch. So, nice. Uns darum gekümmert. Oh Gott. Ah, ich finde die Viecher halt doch schon ein bisschen gruselig. So, hier sehe ich... Nee, ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass ich von hier aus eine Schweineschnauze sehen kann. Aber ich höre auch keine. Hm, okay. Oh, da ist... Wie komme ich denn da rein? Da ist ein Schlüsselloch. Ja, Frage ist... Ach da, nice. So halb im Wasser. Mit einer goldenen Konzeptzeichnung. So, und dann hier nochmal zwei goldene Zähne. Sonst noch irgendwie was... Nope. Das sind Glühwürmchen wieder. So, dann wieder durch das Wasser durch. Komme ich hier hoch? Ja, okay. Das schaut nicht um den Klecker aus. Ist also auch so ein Sneak Peek. Guck mal, das wird uns noch erwarten. Oh, nur das Würmchen. Das schwimmender Verfall. Ich will wieder die Samurai-Gegner zurückhaben. Ich fand die besser. Komm, zeig mir dein Gesicht. Und du auch. Come on, zeig mir deine Visage. Du komische Qualle, du. Steckst du in einem... Fest, hallo? Ich glaube, sieht gut aus. Verzeihung? Oder ist das Wasser? Verderbnis. Muss ich mal ein bisschen... Ah, jetzt! So, nett. Hier scheinen aber noch mehr Gegner zu sein, wenn ich der Kampfmusik traue. Die ich aber nicht sehe. Jetzt die Frage, ist das gut oder schlecht, dass ich die Gegner nicht sehe? Komme ich da hoch? Ja. Achso, da hinten vermutlich. Ah, ich verstehe. So, da ist ein Schalter. Ah. Es kommen noch mehr daraus. Gut, das waren alle. Da ist ein Schlüsselloch. Nein, Kamera. Stop it! Ah. Es gibt kaum Sachen, die mich mehr nerven als Kamera, die mir weggenommen wird. Gagelbagel. Oh, eine Flasche. Joink. Sonst noch etwas hier? Nö. Dann noch die Zähne mitnehmen. Zap, zap. Und hier wieder zurück.
Ich hätte wirklich ganz gerne 100% in dem Spiel. Muss ich ja doch schon gestehen. So. So, dann können wir jetzt einmal hier zurück. Das einmal freischmettern. So. Ach Gott, Kamera. Nehmt mir nicht die Kamera weg, das ist meine. Schusch. Oh, da ist noch ein Viech. Ein Schleimi war da noch. Zack. Wunderbärchen. So, haben wir die beide. Der eine bewegt sich. Achso, da oben ist noch ein Feld. So, ich sehe und höre keine Schweineschnauze. Wo ich das Gefühl habe, dass nicht alle Schweineschnauzen ein Geräusch von sich geben. So. Hallo. In die Richtung, was? Nope. Kann ich hier eine Bombe drauflegen? Süßchen. Kurzer Lag. Ich finde es gut, dass wenn sie in meinem Gesicht sind, keine Möglichkeit haben, dem auszuweichen. So, irgendwas hat Knatsch gemacht hinter mir. Vermutlich, weil die verschwunden sind. Oder es hat einen anderen Grund. Hier könnte auch gut wieder ein Schweinchen versteckt sein. Ah, da ist ein Schlüsselloch. Wupp. Was haben wir hier? Eine Flasche. Sonst auch nichts mehr. Nee. Ich warte jetzt gerade nur darauf, dass ich beim nächsten, wieder unten rechts ein Schnellspeichersymbol bekomme. Und dann würde ich den Stream dort aufhören. Na, und dann nochmal Lynko die alternativen Kostüme zeigen. Ah, okay. Danke, Spiel. So, komm ich... Ah, ich komme hier hoch. Ist hier unten denn noch was? Das finde ich ein bisschen doof, dass ich kein aktives Speichern habe in diesem Spiel. So eine Sache, finde ich ganz doof. Süßchen. So, aber hier scheint anders als das sonst nichts mehr zu sein. Ich höre da ganz viel Verderbnis und das schaut auch nicht mehr unbedingt ganz gemütlich aus. So, gut, es hat gespeichert. Dann würde ich beim nächsten Mal hier in diesem Fleischpalast umherlaufen. Oder Wurzelpalast und würde dann nochmal ganz kurz ins Hauptmenü zurückgehen. Ja. Plus, jetzt können wir auch für die T-Kanone. Also hier sehen wir einmal, wie weit wir sind. Wir sind jetzt bei 46%. Wir haben alle Waffen gefunden. Wir haben schon relativ viel von den Collectibles gefunden. Und dann einmal hier unter Anziehen. Einmal ganz kurz die T-Kanone, die Alternative angucken, die wir haben. Achso, das muss ich mit der Pfeiltaste. Oh, ja. 50% mehr Schaden. Katzenminzenkanone. So, genau, dann einmal hier das Dampfkostüm, Sirenenkostüm können wir jetzt auswählen. Das ist das Raupenkostüm. Die Grinsekluft. Schachmatt. Die Fleischmaid. Spät aber froh. Die Hutmacherin. Und dann halt das Standardkleid. So, genau. Das sind dann so ziemlich die DLC-Sachen. Und dann würde ich jetzt hier einmal Spiel beenden.